Natürlich. Nein. No. No. Auf jeden Fall. No, no, I haven't. Nope. No. Ja. Ja, im weitesten Sinne. Eine Idee, die besagt, dass die weitere Schuldenanhäufung im Grunde eine Schädigung unserer Kinder und Kindeskinder bedeuten würde. Something about banks. Also wie nennt man das? Einen gedeckten Haushalt? Also das alles Maßnahmen, um die Schulden nicht mehr zu erhöhen. Ja. Ich halte es für günstig. Ja, unabdingbar sogar. Nee, finde ich nicht gut. Geld, was du nicht hast, das kannst du nicht ausgeben. Wenn es heißt, dass dadurch keine neuen Investitionen getätigt werden und zum Beispiel nicht in den Straßenbau, nicht in das Bildungswesen investiert wird, dann finde ich das keine gute Sache. Ich denke, er sollte investieren, weil wenn er jetzt nicht investiert, werden die Schulden, also wird das, was zu investieren ist, nur noch größer werden. Ist einfach eine Frage, welche Werte habe ich in einer Gesellschaft? Ja? Und es ist zum Beispiel auch in anderen Kulturen ganz anders. Da wird also die Erziehung und die Bildung also an andere Stelle gestellt und da gibt es dann auch mehr Geld. Also ich bin dafür, weil wie kommt eine nächste Generation dazu, nur weil ich über meine Verhältnisse gelebt habe, dass die das dann bezahlen müssen?